Treffen die Parolen der Populisten vielleicht nur auf den Wunsch derer, die auch mitreden wollen? In einem System, in dem sie sonst keine Stimme haben? Hilflos streiten die Verteidiger der offenen Gesellschaft, wie man mit dem populistischen Frontalangriff umgehen soll. Ausgrenzen oder umarmen? Integrieren oder diffamieren? Für Stegemann verfehlen all diese Methoden das Problem. Wo also könnte der Ausweg liegen aus dieser Tragödie? Guten Abend, Herr Stegemann. Guten Abend, Frau Mayer. Die Wohlstandsgesellschaft ist tief gespalten, sagen Sie. Wie kam es dazu? Ja, das ist eine längere Geschichte, die eigentlich mit dem Ende der Sowjetunion beginnt, die man immer unter dem Titel des Neoliberalismus fasst. Also wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, ist der Liberalismus gestartet, um das Subjekt und die Freiheit des Subjekts gegen alle möglichen Zwänge zu verteidigen. Das hat unglaubliche Fortschritte in den Gesellschaften gebracht. Der neue Liberalismus, der nach 89 auf dem Vormarsch immer noch ist, hat nicht mehr das Subjekt zum Zentrum der Freiheit, sondern das Kapital in den Zentrum des, der Freiheitsbegriffs gestellt. Und diese Verdrehung führt dazu, dass es immer größere Ungleichgewichte in der Welt gibt. Also die Verteilung des Reichtums wird immer ungleicher. Und nicht nur das, sondern was viel prekärer und viel schwieriger ist, ist, dass die jeweiligen einzelnen Lebensbedingungen den Freiheitsbegriff verdreht haben. Also es ist nicht mehr so, dass Freiheit überwiegend als ein Gewinn verstanden wird von Menschen, sondern immer mehr Menschen haben das Gefühl, mit Freiheit ist eigentlich nur gemeint, dass ihre Arbeitsverhältnisse prekär sind, dass sie nicht mehr wissen, was morgen ist, dass sie flexibel sein müssen, dass sie ständig umziehen müssen und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat zu einer unglaublichen Zersplitterungsgefühlen geführt und das hat, das habe ich in den Satz zusammengefasst, dass die Gesellschaften sich immer weiter spalten. Dann beschreiben Sie ja das Aufkommen des Populismus als tiefe Krise des Liberalismus. Können Sie uns das noch ein bisschen genauer erklären? Ja, der Populismus ist ja quasi eine Art Aufschrei innerhalb dieser Zersplitterungsdynamik. Wenn man mal zurückgeht, dann ist die Demokratie ja entstanden in der Antike parallel zur Tragödie. Und die Tragödie als Theaterform hat eigentlich anschaubar gemacht, was passiert, wenn fundamentale Gegensätze aufeinandertreffen. Die Griechen sind sozusagen einmal zur Wahl gegangen und dann sind sie ins Theater gegangen und dort haben sie gesehen, dass wenn zwei fundamentale Widersprüche aufeinandertreffen, es unglaublich schrecklich enden wird, weil diese Widersprüche nicht zu etwas Gutem führen, sondern in der Katastrophe münden. Was wir heute erleben ist, dass durch die Zersplitterung immer mehr Menschen das Gefühl haben, ihre Stimme können sie in den bestehenden, vorhandenen Sprechweisen, öffentlichen Foren und so weiter und so weiter, nicht mehr vernünftig oder nicht mehr moderat formulieren, sondern sie greifen zu immer schrilleren Tönen, also sie fundamentalisieren ihren Widerspruch immer schärfer. Und das führt dazu, dass es mittlerweile eine ja immer weiter sich in die tragische Richtung entwickelnden Konflikt gibt zwischen der bestehenden Gesellschaftsordnung und den Angriffen auf diese Gesellschaftsordnung. Nun haben ja die liberalen Kritiker eine einfache Erklärung für das Aufkommen des Populismus. Sie sind da nicht ganz einverstanden damit. Warum werden die Ihrer Meinung nach dem Phänomen nicht gerecht? Ja, die Liberalen haben ja quasi drei Definitionen entwickelt. Die erste heißt, die Populisten geben einfache Antworten auf komplizierte Probleme. Die zweite ist, sie spitzen Widersprüche zu. Und die dritte ist, sie behaupten einen privilegierten Zugang zum Volk oder zu einer bestimmten Form der Wahrheit. Alle diese drei Dinge tut in einer bestimmten Art und Weise auch der liberale Mainstream. Also Angela Merkel ist sozusagen der Inbegriff einer Politikerin, die das perfekt beherrscht. Sie sagt, meine Politik ist alternativlos, weil sie marktkonform funktionieren soll. Das heißt, sie behauptet ein privilegierten Wahrheitszugang, der aber in diesem Fall nicht das Volk ist, sondern die Marktlogik. Sie spitzt sozusagen nicht Widersprüche zu, sondern sie ist viel raffinierter, weil sie mit der Zersplitterung umgeht. Das heißt, sie nimmt jedem, der Widersprüche zuspitzen will, den Wind aus den Segeln, indem sie ständig sagt, naja, das ist so ein Thema, kann man das nicht sagen, so zugespitzt darf man das nicht sagen. Also sie versucht sozusagen zu deeskalieren, was natürlich eine besonders raffinierte Form der Eskalation ist, weil der jeweils andere dann immer lauter werden muss und sich dadurch immer weiter selber ins Unrecht setzt. Um da wieder rauszufinden, muss die Gesellschaft ihr Verhältnis zum Neoliberalismus verändern, sagen Sie. Was heißt das konkret und was erhoffen Sie sich damit?
Ja, das ist eine weitreichende Frage. Erstmal muss, glaube ich, die liberale Mitte dieser Gesellschaft, die ja unglaubliche Errungenschaften für sich in Anspruch nehmen kann, begreifen, dass sie seit mindestens 30 Jahren sich aber auch ein großes Problem eingehandelt hat. Und dieses Problem ist eben diese Verdrehung des Freiheitsbegriffs. Freiheit ist nicht mehr unbedingt ein emanzipatorischer Begriff, sondern ein Begriff, der sozusagen das Kapital befreit. Solange wir aus dieser, sag ich mal, geiselhaft uns nicht befreien und sagen, Freiheit ist nicht primär eine Freiheit der Kapitalströme, sondern Freiheit ist eine Freiheit der Menschen. Solange diskreditiert sich der Liberalismus für immer mehr Menschen und vor allen Dingen auch die Sprechweisen des Liberalismus diskreditieren sich für immer mehr Menschen. Und das führt dann eben automatisch dazu, dass je mehr Menschen sich nicht mehr davon angesprochen fühlen und je mehr Menschen das Gefühl haben, sie können ihre Nöte, ihre Sorgen, ihre Probleme nicht mehr im Jargon des Liberalismus formulieren, greifen sie zu den immer drastischeren Mitteln und die führen dann zu einer letztlich tragischen Konfrontation. Was kann jeder Einzelne von uns tun? Jeder Einzelne kann versuchen zu überlegen, wo er nur die Privilegien seines Eigentums verteidigt. Weil letztlich ist das liberale Sprechen ein Sprechen, was versucht, den Eigentümer zu schützen. Das heißt also, die Probleme werden niemals auf die Interessen des Eigentums geführt, sondern sie werden immer verallgemeinert. Sie werden sozusagen immer in einer etwas wolkigen Art formuliert. Also wieder ein Beispiel aus der Alltagspolitik. Das hat wiederum Frau Merkel hinbekommen, zu sagen, dass ein Gewerkschafter hat davor gewarnt, dass wenn diese Rentenreform so durchgesetzt wird, gibt es ganz viele Menschen, die im Alter von Armut bedroht sind. Das ist erstmal eine Meinung, eine politische Meinung, die ist begründet oder nicht, darüber kann man diskutieren. Was hat jetzt Frau Merkel gemacht? Sie hat gewarnt und gesagt, das dürfe man so nicht sagen, weil damit würde man nur Ängste schüren und Ängste würden dazu führen, dass Menschen die AfD wählen. Das ist eine fürchterliche Form der Politikverhinderung, die damit passiert. Und genau dann passiert es, dass Menschen AfD wählen. Der Populismus wird und muss uns auch noch weiter beschäftigen. Herr Stegemann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke.